Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Wir hatten einen Wolfangriff hinter uns. Wir haben unseren Rucksack ein bisschen aussortiert. Aufgestockt haben wir Lampenöl, damit wir uns eine Fackel bauen können. Ja, machen uns jetzt auf den Weg zu diesem Tunnel, der da hinten ist. Eigentlich könnte ich das Vieh auch verjagen. Und nee, ich lasse es lieber. Ich muss mich nicht unbedingt mit einem Wolf anlegen. Jetzt sitzen wir hier aber so fest, ne? Das hier auch kacke. Oh. Neuer Ort, verunglückter Gefängnistransporter. Oh. Gefrorene Leiche. Ist leer. Aktentasche durchsuchen. Ja, aber erstmal Schmerzmittel, das nehmen wir natürlich mit. Hochhalla. Ist dann wahrscheinlich Perseverance oder was? Kutileter? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Perseverance. Ist, wenn es das ist überhaupt. Heißt das Perversling? Oder irgendwie sowas? Perseverance. Heißt das Perversling? Ja, das hier ist eingestürzt. Da brauche ich keinen Doktortitel für. Lesen. Gefängnistransporter Protokoll. Folgende Gefangene werden mit unverzüglicher Wirkung zum Bundesgefängnis Schwarzfels gebracht. Donnerstags kommt Donnerstag. Steht nicht. November 2020. Steht nicht. White S. Irwin K. Kang D. Kelly P. Harris S. Mathis D. Gabas E. NGR. Legles. Leck. Och, kein Gott. Kowalski M. Baker J. und des Cubes. Gesamt 12 Gefangene, bekannte Erkrankungen, keine. I think I can use this. Okay, so, jetzt müssen wir wieder zurück zu der alten Frau. Ach, ich würde ja schon ein paar Sachen gerne wieder mitnehmen, ne? Was nehme ich denn jetzt wieder mit? Oh, fuck. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gott sei Dank. Boah, der war gut von mir. Der war richtig gut von mir. Der haut schon ab. Der steht da noch. Das hat nicht geklappt. Ah, was habe ich denn für ein Leiden? Was habe ich denn für Leiden? Ich weiß nicht, was ich für Leiden habe.
Verbringe Zeit im Freien. Achso, bitte. Gar nichts. Ah. Okay. Boah. Da willst du da gerade so rumgehen, weißt du, und dann... Nee, nee, nee. Dann lass mal eben gucken, was wir gebrauchen können. Okay. Da haben wir das ganze Essen reingelagert, ey, scheiße. Too heavy. Das Fleisch muss mit. Wenn du sonst nicht viel mitnehmen kannst, aber das Fleisch muss mit. Irgendwo hier ein Wolf? Bin mittlerweile auf alles vorbereitet. Da hinten ist noch ein Rehkadaver. Wo? Scheiße, jetzt kommt der nächste. Scheiße. Was habe ich? Verstauchtes Handgelenk. Mit Schmerzmittel oder Tee, alles klar. Ach, hey. Gleich ein Zweierangriff auch noch, ey. Ach ja, ich habe rohes Fleisch im Rucksack. Wahrscheinlich deswegen. Verbringe Zeit im Freien, toll. Fuck. Das ist nicht wahr, oder? Da mal. Blödes Drecksvieh, ehrlich, ey. Ah, fuck, ey. Nee, Wolfbiss. Verstauchtes Handgelenk. Achso, doch. Schmerzmittel. Scheiße, ey. Jetzt geht das Schmerzmittel aber zur Neige, doch. Ist mir jetzt egal, Freund. Der geht nicht weg. Ich brauche meine Fackel. Puh. Meins. Meins.
Wann haben die denn das Reh erlegt? Oh, ich muss ganz schnell wieder rein, ey. Das wird ja immer schlimmer hier. Mit den Wölfen. Ganz schön angeschlagen, ey. Huh. Did you find it? Ja. It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Huh. If the tunnel is blocked, that's the end for Grey Mother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through. But my only way through. Grandmother is tired now. Let her rest for a while. Vertrauen? Möchtest du Zusammenbruch? Haben wir schon? Sorry. Lass mich ein wenig in ausruhen. Okay. Was ist. So, jetzt muss ich erstmal. Alter. So, ich. Nein, So, kochen wir erstmal hier. Ich muss erstmal ein bisschen Zeit draußen noch verbringen, ey. Mal hier so durchgucken. Dann können wir ein bisschen warten hier. Something's making me feel tired. Ja, er fühlt sich müde. Hoffe ich kann jetzt, aber Lagerkoller ist doch jetzt geheilt, oder? Nein! Immer noch nicht. Aber ich bin so müde. Ich bin so müde. So, jetzt aber bitte. I'm too tired to think straight. Ja, kein Leiden mehr. Bingo, ey. Oh, Gott sei Dank. Ich kann pennen. Schlafe ich erstmal 12 Stunden. Boah. Jetzt ein bisschen was trinken. Und ein bisschen was essen. Reh ist gegart, Kaninchen gegart, Reh roh, roh, roh gegart. Boah, das Kaninchen bringt aber echt nicht viel. Na. So. Das brate ich erstmal. Das auch.
Das auch. Boah, wie viele habe ich denn? So, trinken habe ich noch genug. Was ist denn mit meinem kleinen Leiden? 41% Leben. Wie kriege ich denn Leben wieder? Keine Ahnung. Okay, das repariere ich draußen. I can't be here anymore. My friend is out there and she needs my help. Please, tell me how to find her, and I'll do whatever I can to help you get out of here. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. On the other side of town, there's a farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank. And bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait, farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go. Bus. Sie war da, am Bus, da bin ich mir sicher. Hast du das Gefühl, dass sie dort vorbeigekommen ist? Ich glaube, sie hat mir ein Zeichen hinterlassen, ein Wort, Ausdauer. Ach, das Ausdauer heißt das, ah. Merkwürdig, warum sollte sie so etwas schreiben? Ich weiß es nicht, vielleicht wollte sie mich wissen lassen, dass sie nicht aufgibt. Oder dich daran erinnern, es nicht zu tun. Da muss noch mehr dahinter stecken. Warum? Weil du ihr so wichtig bist? Nein, weil sie es mit ihrem eigenen Blut geschrieben hat. Ganz im Norden gibt es eine Stadt namens Ausdauermühle. Vielleicht wollte sie dir den Weg zeigen. Ausdauermühle, wie komme ich dahin? Es gibt keinen Weg. Vielleicht mit dem Auto, aber zu Fuß zumindest keinen Weg, den die graue Mutter kennt. Krank. Du wirkst abgelenkt, müde. Geht es dir gut? Ich bin alt. Manchmal schweifen meine Gedanken ab, Fremder. Reisen zu fernen Orten und anderen Zeiten. Ich denke an sie, so kalt und einsam. Sprichst du von meiner Freundin? Sie hätte ihr helfen sollen. Sie? Bauernhof. Du hast einen Bauernhof erwähnt. Ja, auf der anderen Seite der Stadt, der alte Barker-Bauerhof. Barker? Ja, ein Lügner und ein Dieb. Okay, du wirst schon sehen. Bank. Erzähl mir mehr über die Bank. Eine Bank vom Festland, hat nie hierher gehört. Normalerweise sind Banken gut gesichert. Ich bezweifle, dass ich da reinkomme. Die Filiale wurde schon vor Jahren geschlossen. Der Zusammenbruch hat uns alles geraubt. Wie macht ihr das dann mit dem Geld? Einige von uns verwenden noch das alte Papier oder treiben Tauschhandel. Ich habe schon seit Jahren kein Papiergeld mehr gesehen. Bist du sicher, dass es in der Bank noch etwas von Wert gibt? Du stellst Fragen, statt nach den Antworten zu suchen. Und jetzt geh und beschaffe mir das Schließfach, dann wird dir alles klar werden. Ja, ich möchte sie finden. Ich will sie finden können. Okay. Bauernhof. Ah, da hinten. Ja. Oh, was denn hier? Graue Mutter? Ist da. Nee, da auch graue Mutter. Da war ich ja schon. Ich muss jetzt dahin. Nun mache ich mich auf den Weg. Ach ja. Scheiße. Schon wieder? Echt jetzt?
Muss ich hier wirklich mit einer Fackel durch die Gegend laufen? Wolf. Einfach an ihm vorbei. Ich sehe den Hof auf jeden Fall schon. Jetzt müsste ich nur noch durchkommen. Nur noch ist gut. Das ist jetzt der Bauernhof? Oben auf einem, auf einer Anhöhe? Schönen guten Tag. Landfuel. To be useful. Da ist nichts drinne. Auch nichts von Wert. Ein Wollschal. Den habe ich schon. Notiz zum Höhlenversteck. Oh. Notiz zum Höhlenversteck. Ich traue niemanden mehr. Der Strom ist erst seit ein paar Tagen weg, aber die Leute verzweifeln schon. Ich werde ein paar Vorräte an unseren besonderen Ort über der Stadt verstecken. Du weißt schon, wo wir immer die Sterne beobachten. Vielleicht brauchen wir sie, bevor Hilfe eintrifft. Well, well. What do we have here? Schöne leckere Tomatensuppe. Hoppala, Kiste. Nee. Die Axt ist nicht mehr gut. This stuff will come in handy. Hab ich alles. Hä? Aber ich bin doch am Bauernhof, oder? Vom Paradies. Ja, hier bin ich doch. Vorratsversteck. Hier ist kein Schlüssel. Da ist kein Schlüssel. Ach, das sind Häschen, die hier so gegen, durch die Gegend toppeln. Oder bin ich etwa nicht da? Muss ich vielleicht noch ganz woanders hin? Da hinten ist noch ein Haus. Ah, scheiße, das war ein bisschen dumm von mir. Okay, Prellung wirkungslos. Was kann ich da tun? Ach so. Oh, das war ziemlich dumm von mir.
Ja, das sieht auch eher aus wie ein Bauernhof. Das ist nämlich so ein Futtersilo da. Aber man hat ja auch schon mal einen anderen Zettel gefunden. Das ist ein Vorratslager. Können wir uns später auch nochmal angucken. Ja, da guck mal, das ist ein Bauernhof hier. Ich hab mir. Oh, wow, 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 wow. Definitiv schon Wolf. Warum fängt jetzt die Musik an? Na komm, das schaffst du. Da ist eine Scheune. Der Bauernhof von Paradiesauen. Ein Hirsch. Hier haben wir Auto. Irgendwann wieder gucken, ob hier nicht doch noch irgendwas mit einer Waffe oder so liegt. Weil gerade Bauernhof, ne? Da frisst gerade ein Wolf einen Menschen. Schlingen. Wende deine Energie auf, um Kaninchen zu jagen und mit Steinen zu betäuben. Eine langfristige Methode sind Schlingen. Halte nach Orten Ausschau, an denen sich viele Kaninchen aufhalten und lege deine Schlinge in der Nähe aus. Prüfe sie täglich. Mit etwas Glück fängst du eines. Erhöhe deine Chancen, indem du mehrere Schlingen auslegst. Gut gepflegte Fallen versorgen dich dauerhaft mit Nahrung. Sie locken allerdings auch andere Tiere an. Ja, logisch. Ja, du hast mich schon gesehen, mein Freund, nicht wahr? Frisst er gerade allerdings an etwas rum, den ich vielleicht brauche. Ich lasse dich erstmal in Ruhe. Boah, das Häschen hier, ey. Guck dir erstmal an, wie das hier durch die Gegend töppelt. Frisst Menschen. Teppich. Door is locked. Maybe the keys are around here somewhere. Ah, toll. Nein. Och, ich kann mir denken, wo. It's freezing out here. Jetzt stellen die so an. Wir müssen jetzt einen Wolf vertreiben. Das hat nichts gebracht. Scheiße. Schließkastenschlüssel. Mehr nicht? Scheiße. Das Ball nehme ich definitiv mit. I'm gonna need some first aid. Soon. So, der verstauchte Knöchel ist geheilt. Eine Feuertonne.
Ach so, nee. Feuer, nein, 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 nein. Ich will kein Feuer machen. Die Fackel läuft. Und doch noch. Scheiße. Ah, ich wollte kein Feuer machen. Mein Gott, jetzt funktioniert es auch, weißt du? Did it. Ja, brennt noch 24 Minuten. Toll. Und hier mal so, ja, wir haben den Schließkastenschlüssel, aber ich würde gerne trotzdem hier rein. Fußmatte. Dafür ein Schal. Ich gehe einmal ums Haus. Will ich noch eine Hake? Arbeitshandschuhe. Altholz, Zedernholz. Okay. Ein Fenster ist auch nicht auf. Wir kommen da wohl nicht rein. Nö. So, jetzt muss ich zu dieser Bank gehen. Das Wolf. Ja gut, aber ich muss ja auch erstmal nirgendwo hin wieder. Ja, erstmal hier raus. Nichts drin, na toll. Renn mal ein bisschen. So, jetzt kann ich erstmal nicht mehr. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten, dass das wieder aufgeladen ist. Aber wieso konnte man jetzt in das Haus nicht? Also ich habe da überhaupt keinen Schlüssel gefunden. Natürlich sage ich jetzt nicht zu 100%ig, dass da kein Schlüssel liegt oder da kein Schlüssel liegt oder da liegt kein Schlüssel oder so. Aber naja, wir haben ja im Prinzip das, was wir wollten. Ne? Wir wollten diesen Schließfachschlüssel haben. Und den haben wir jetzt im Grunde bekommen. Das mit dem Feuerwerfen, wenn die Wölfe am Fressen sind, das muss ich noch üben. Ich muss viel, viel näher rangehen. Und es klappt auch nicht immer. Also jetzt so, auch wenn die auf einen zugelaufen kommen. Die ganze Zeit über habe ich mir so gedacht, so, oh, Medikamente geht eh nie leer und sowas. Guck mal, da alles läuft, ne? Kriegst keine Erkältung, das nicht, das nicht. Ach, da ist einer müde. Und was ist? Doch. Jetzt mit den Wölfen ist das alles scheiße geworden. Apropos Wolf. Muss ich mich jetzt nicht wirklich mit... Ach, der kommt sogar hier lang. Wo ist denn die? Oh, scheiße. Ja, ja. Wie schnell kommt der jetzt? Ich laufe einfach. Ich kann mich ja wehren.
Ganz normal gehen. Nicht beirren lassen. Er befindet sich gerade direkt hinter mir. Ja, ja. Jetzt biege ich einfach hier ab. Und geschafft. Puh. Boah, ist das dunkel. What the fuck, warum ist das denn hier so dunkel drin? Toll. Die bringt's jetzt auch noch. Die bringt's überhaupt nie mehr. Toll. Muss ja ein bisschen was sehen können. Nee, da brauchen wir Dingens für. Da brauche ich auch ein Schloss für. Labert die Alte denn? Schließfach. That'll come in handy. Kampfstiefel, toll. Hä, aber wieso Schließfach? Safe durchsuchen. Das ist doch hier die Bank. Ach, Schließfächer sind vorne. Feels like a lot of gear. Nee. Hä? Was? Aber ich bin doch da. Okay, die graue Mutter wurde ein kostbarer durchsuche das Bauernhaus von Milton nach einem Bankschließfachschlüssel. Nimm den Inhalt aus dem Bankschließfach und bringe ihn zur grauen Mutter. Bankschließfach, ja. Den Schlüssel hab ich. Möchte ich mal so nebenbei erwähnen. Aber hier ist kein Bankschließfach. Ist das hier überhaupt die Bank? Das ist nicht die Bank, oder? Ist das jetzt hier die Bank oder nicht? Ist das jetzt hier eine Bank? Das sind Safes. Aber es ist doch nicht die Bank dann. Oder? Ich weiß nicht. Da war ich. So, da habe ich diesen Schließfachschlüssel gekriegt. Jetzt bin ich hier. Och, ich weiß doch auch nicht. Hier sind keine Bankschließfächer. Da kann ich nur den Safe durchsuchen. Warte mal. Dauert jetzt zwar.
Da war was mit einer 5. Okay. Ich kann das jetzt knacken. Und jetzt wieder darum. Vielleicht sind die Bankschließfächer da drin. Also jetzt nicht hier in den kleinen, sondern in den großen. I could use this. Toll. Das große kriege ich doch dann jetzt auch hin. Warte mal, erst nach rechts. Ich werde wohl heute Nacht in der Bank schlafen müssen. Jetzt nach links. Oh, fühle mich gerade wie so ein Panzerknacker. Ich bin total ruhig, weil ich mich konzentrieren muss. Und jetzt wieder nach rechts. Oh. Wie angespannt. Ich mache gerade auch voll die Überlänge. Das mache ich ja so oft. Meine Folgen laufen ja nie immer 30 Minuten. Mal sind sie länger, mal sind sie kürzer. Obwohl kürzer als 20 waren sie noch nie. Aber dafür waren sie auch noch nie länger als 45. Glaube ich zumindest. Jawohl. So, Bitch. Ja, Bankschließfach. Leck mich am Arsch, Bankschließfach. Da findet man noch nicht mal hier was drin. Could end up being useful. Immer nur Papiere. Okay. Für 13 habe ich den Schlüssel nicht. I think I can use this. Ja, wenn wir das überleben. Für 7 haben wir auch nicht. Für 15 auch nicht. Was? Verarscht mich gerade. Was? Er will mich doch jetzt verarschen, oder? Oh Gott, mein Feuer geht aus. Na, ganz sauber. Oh, das gibt's nicht. Jetzt noch die Scheißfackel aus. Dankeschön. Okay, Leute, ich lege mich jetzt hier eh hin. Und ich sag erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.